Die Frage ist ein Klassiker in jedem Vorstellungsgespräch. Warum wollen Sie ausgerechnet bei uns anfangen? Ich werde Ihnen sagen, wie Sie richtig gut antworten, und zwar in 3 Schritten. Mein Name ist Martin Werle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater oder auch als Karrierebuchautor. Und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt zeige ich Ihnen die 3 Schritte, in denen Sie auf die Frage, warum wollen Sie ausgerechnet bei uns arbeiten, antworten können. Schritt Nummer 1 zur Antwort auf diese Frage ist: Verneigen Sie sich vor der Firma, vor den Fakten, vor den Erfolgen, vor den Werten. Denn ein Hintergrund dieser Frage liegt darin, man möchte natürlich schauen, haben Sie sich auf dieses Gespräch vorbereitet und haben Sie sich gezielt bei dieser Firma beworben oder nur mit einer Schrotflinte geschossen und ganz viele Firmen getroffen, unter anderem diese. Das darf nicht der Fall sein. Darum sollten Sie sich verneigen vor der Firma, indem Sie in die Antwort jetzt unauffällig einfließen lassen, was Sie über die Firma herausgefunden haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie das aussehen kann. Ich habe ja gesehen auf Ihrer Homepage, dass Sie bereits seit 1912 im Geschäft sind, und ich finde das ganz bemerkenswert, dass eine Firma sich so kontinuierlich vorwärts entwickelt, und mich hat erstaunt, dass es Ihnen sogar gelungen ist, jetzt auf dem eng umkämpften Markt der letzten Jahre noch einen Gewinn von jährlich 5,4% zu erzielen. Das ist eine Aktivität, das ist ein Engagement, wie es mir gefällt, weil auch ich, und jetzt schließen Sie den Bogen zu sich. Das heißt, Sie machen ein Kompliment dieser Firma, Sie binden ein paar Fakten ein und Sie zeigen dann, und jetzt sind wir beim zweiten Schritt, Sie zeigen dann, warum Sie genau zu dieser Philosophie und zu dieser Firma passen. Das könnte jetzt so weitergehen, dass Sie sagen, und wie Sie das als Firma geschafft haben, immer weiter zu wachsen und sich auf die Märkte einzustellen, das hat mich auch ein Stück weit erinnert an meine eigene Philosophie im Arbeitsleben. Sie haben es ja vielleicht gesehen, ich habe begonnen, indem ich die mittlere Reife gemacht habe, aber das war mir dann nicht genug. Ich habe gemerkt, da muss noch was drauf, also habe ich Abitur gemacht, und ich bin ein Mensch, der immer schaut, dass er sich vorwärts entwickeln kann. Zum Beispiel hatte ich in meiner letzten Firma die Situation, dass, und jetzt schildern Sie eine Situation, die Sie dort hatten, idealerweise ist es eine Situation, wie sie in der neuen Firma auch vorkommen könnte. Mal angenommen, Sie haben ein Produkt eingeführt in der alten Firma und Sie haben gesehen, dass hier in der Stellenausschreibung eben auch die Einführung von Produkten gefragt ist, dann könnten Sie sagen, und ich habe ja ein wichtiges Produkt, nämlich das so und so Produkt für meine letzte Firma eingeführt. Das war sehr schwierig, weil die Marktlage, die war kompliziert, es gab viele Wettbewerber und es war unklar, wer sich durchsetzt. Und für mich war es in dieser Situation wichtig, mich immer wieder zu fragen, was können wir den Kunden zusätzlich bieten? Wie können wir es schaffen, die Kunden an uns zu binden? Ich habe das dann so und so und so gelöst. Und das ist genau das, was ich mir bei Ihnen eben auch vorstellen kann. Ich habe ja gesehen, Sie suchen jemanden, der Produkte einführt. Und ich weiß, Sie sind eine Firma, die Wachstum und Innovation schätzt. Deshalb würde ich bei Ihnen, ebenso wie ich es in meiner alten Firma gemacht habe, den Dialog mit den Kunden suchen, auch Kundenbefragungen durchführen. Und auf dieser Basis, Sie merken, was ich mache. Ich schlage einen Bogen zwischen der Philosophie dieser Firma und meiner Philosophie als Bewerber. Und ich untermale das Ganze durch Beispiele. Beispiele, was habe ich in der alten Firma getan, was in der neuen wiederum gefragt wäre. Das ist sehr gut. Und jetzt sind wir beim dritten Schritt, und das ist auch ganz wichtig. Sie müssen natürlich beschreiben, wie Sie die Firma voranbringen. Denn warum wollen Sie ausgerechnet bei uns arbeiten? Das heißt nicht, dass Sie nur Ihre Motive nennen, sondern die heimliche Frage dahinter ist ja auch, warum sollen wir gerade Sie aus all den Bewerbern einstellen? Und Sie müssen jetzt zeigen, dass Sie der Firma einen besonderen Vorteil bieten. Das können Sie natürlich machen, indem Sie zeigen, was haben Sie schon getan, was hier gefordert sein wird. Aber Sie können auch noch ein bisschen über Ihre Philosophie sprechen und sagen, wissen Sie, in meinem Berufsleben war es immer so, dass ich nicht nur das erledigt habe, was gefragt war, nicht nur die Aufgaben erledigt habe, sondern dass ich immer noch versucht habe, eine Schippe draufzulegen. Zum Beispiel hatte ich ein Projekt in meiner letzten Firma, da hatte ich einen Termin, das war der 10. Juni, und alle haben gesagt, der Termin ist knapp,
Aber mir war es wichtig, das Projekt schon deutlich vorher abzuschließen, weil ich denke, es ist gut, wenn da noch etwas Luft ist für Korrekturen, Luft ist, um das Ergebnis zu optimieren. Und das habe ich ja bei Ihnen gesehen, bei dieser letzten Produkteinführung des So-und-So-Produktes. Da haben Sie ja auch noch nachjustiert und das hat mich dann auch wirklich beeindruckt, dass Sie sich nicht mit dem ersten Ergebnis zufrieden geben. Und hier sehe ich jetzt eine Parallele zwischen Ihrer Firma und mir. Ich bin auch jemand, der sich nicht mit dem ersten Ergebnis zufrieden gibt, der nachhaltig arbeitet in eine Richtung. Und darum habe ich das Gefühl, wir würden sehr gut zusammenpassen. Jetzt haben Sie gemerkt, wie so eine Antwort funktioniert. Und wenn Sie das mit Ihren individuellen Inhalten füllen, wenn Sie Dinge aus Ihrer Autobiografie hier einflechten, dann sind Sie natürlich ganz stark und dann werden Sie die anderen Bewerber weit abhängen. Das gelingt Ihnen übrigens auch, wenn Sie mein Buch Geheimakte Vorstellungsgespräch lesen. Das ist ein E-Book, wo ich Ihnen die 150 besten Antworten, die ich je gehört habe für Vorstellungsgespräche, aufgeschrieben habe, wo ein Geheiminterview mit einer Personalerin drin ist. Und das Beste, wenn Sie dieses Buch kaufen, bekommen Sie meinen großen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie mit einem richtig großen Rabatt, denn Sie bekommen das Buch obendrauf geschenkt. Probieren Sie das gerne aus und wenn Ihnen dieses Video gefällt, Daumen nach oben, abonnieren Sie den Kanal, verlinken Sie unsere Videos, legen Sie Playlists an, teilen Sie die Videos. Darüber freue ich mich und am allermeisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.